Gut, im Augenblick beim Regen haben sie keinen Strom, aber naja, so als Notbehelf. Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge Planet Moments. Wollen wir doch mal gucken. Oh ja, ja, ein bisschen was haben wir. Im Augenblick scheint es also wirklich so zu sein, dass unser Hauptproblem das Eisen ist und nicht die Kohle. Mittlerweile. Das war ja mal anders. Supernahrung wird auch ständig hergestellt, also von daher. Ups. Ja, hier die Kräuter fehlen uns ein bisschen, aber alles halb so wild. So, dann wollen wir den einen fehlenden hier noch fertig machen. Jawohl. Und dann kann das oben rein und wie man gesehen hat, über 100 Stunden. Uran haben wir einiges. So, dann kann der in der Zwischenzeit auch mal so ein bisschen produzieren. So, da hat er ein bisschen Arbeit. Kobalt und Kohle. Ja, komischerweise über 50 Kohle jetzt. Aber kein Eisen mehr. So, was ich gesagt hatte, was ich auf jeden Fall machen möchte. Dazu muss ich jetzt aber erstmal gucken, wo wir sind. Wir sind so ziemlich am Äquator. Aber nee, eher im Norden, also Richtung Blick Richtung Süden. Es fängt wieder an zu regnen, ich will wissen.
Richtung Süden. Ups. Dann wollen wir doch mal ein paar Solarzellen bauen hier. Ich denke mal, ganz gut sind hier einmal die flachen. Und dann auf jeden Fall die gewölbten. Selbst das geht nicht mehr. Weil uns hier das Eisen fehlt. Das glaube ich langsam alles nicht mehr. Gut, damit haben wir die beiden schon mal angeschlossen. Und müssen jetzt zusehen, das war noch ein paar dazu kriegen. Ja, nochmal 1, 2, 3 Stück nochmal dazu, dann nochmal 5 von denen. Und dann bauen wir hier an der Kante nochmal 3 von den anderen. Ich denke mal, dann passt das. Ja, was brauchen wir auch? Hier, da brauchen wir 3 Grundrahmen, okay. Gut, 3 haben wir. Ich glaube, in dem flachen kommen wir besser klar hier an der Stelle als mit den anderen.
100 angereichertes Uran. Das ist schon keine schlechte Hausnummer. Ne? Silizium, das bringt uns auch im Augenblick nicht wirklich weiter. So, ich bin wieder da. Ich musste mal eben kurz weg. Es hat mal wieder an der Tür geklingelt. So, wir haben immer noch nicht genügend Eisen gefunden. Was ist das? Verdrücken wir uns doch mal lieber ganz schnell. Da rennt auch was rum. Dann hauen wir hier auch mal schnell wieder ab. Ups, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, Silizium und Aluminium. Silber und Aluminium meine ich. Eisen und Kohle, das ist genau das, was wir brauchen. Bisschen Kohle. Ah, da sind auch noch mal Steine. Mein Gut, dass es noch keine Unterwassertiere gibt. Wie irgendwelche Fische, die einen angreifen oder so.
Silizium und Eisen. Die Steine hier, die bringen zwar nicht viel, aber... Ja. Zumindest setzen wir uns jetzt hier so nicht der Gefahr aus, dass wir angegriffen werden. Also angreifen könnten die uns theoretisch schon. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, die gehen ins Wasser und vor allen Dingen, die werfen ja auch. Aber wie würden sie sehen? Zum Beispiel da. Da rennt was rum. So. Ich würde sagen, wir flitzen immer schnell wieder zurück. Hier scheint auch noch mal so ein bisschen Stein zu sein. So ein Vieh hier, so weg hier. Hier ist auch noch mal ein Stein.
Okay, die 5 haben wir. Und die verbinden wir eben. Gut, im Augenblick beim Regen haben sie keinen Strom, aber naja, so als Notbehelf. Besser als nichts. Extreme temperature warning. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Im Augenblick stellt er ja wohl her. Nee, kann er wieder nicht. 6 Stück und das war's. Der eine ist über. Okay, aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.